Hallo und herzlich willkommen auf Evo 2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge WW2K24, das Community Universe, das Evoverse zu unserem Nebenprojekt, dem King of the Ring Turnier. Und ohne den wundervollen und charismatischen Soul hätte dieses Match hier gar nicht stattgefunden, denn ich habe nämlich irgendwie es falsch eingetragen. Captain Farmer Joe und der Ghost sind eben in meiner Liste, die ich mir notiert habe, als Freilose eingetragen gewesen. Und er hat mich darauf hingewiesen. Deswegen danke nochmal, Kuss geht raus an dich dafür, dass du mir das Ganze gemeldet hast. Und ja, wir sind auf jeden Fall jetzt hier wieder bei unserem letztem Vorrundenmatch zwischen dem Captain Farmer Joe und dem Ghost. Ja, was passiert ihr, wenn ihr das erste Mal auf dem Kanal seid? Das Ganze hier ist von meinem Community Universe, heißt ihr erstellt euch einen Charakter anhand der Teilnahmebedingungen in dem Video, was unten in der Videobeschreibung verlinkt ist. Wenn euer Charakter dann hochgeladen wurde und von mir freigeschaltet wurde, könnt ihr bei diesem Projekt mitmachen. Nahezu täglich gibt es neue Folgen von dem Projekt, wo wir Raw, NXT und SmackDown haben und dann eigentlich auch jedes Wochenende einen neuen Pay-Per-View. Geht ganz gut ab. Kommt auch gerne auf dem Discord-Server dazu vorbei. Wenn ihr mehr Fragen habt oder so, wird euch alles definitiv beantwortet. So, Captain Farmer Joe, gerade im Ring angekommen. Und ich gucke gerade mal wieder rein hier in die Your Story. Ob wir da vielleicht ein bisschen was haben. Von beiden eventuell. Da haben wir nichts, da haben wir auch nichts, da haben wir auch nichts. Vielleicht soll ich mir einfach mal so eine Liste machen, wo ich mir abhaken kann, von wem ich eine Story habe und von wem nicht. Mach mich jetzt nicht schwach, Captain Farmer Joe. Also von dir hätte ich auf jeden Fall erwartet, dass da was ist. So eine schöne Kapitänsgeschichte. Wir hören schon wieder die Musik von Onkel Howdy. Ja Mensch, wer hätte es gedacht? Mal wieder ein Bray Wyatt Entrance. Was haben wir hier? Auch nichts. Oh doch, Captain Farmer Joe war der Erste, was geschrieben hat. Aha, Grüße gehen raus, Dankeschön dafür. Ja, der Ringname ist ja klar, Captain Farmer Joe. Und ich habe wieder was falsch eingestellt. Musste jetzt erstmal wieder Pause drücken, weil ich kein KI-Match eingestellt habe. Sein bürgerlicher Name ist Joseph Joe Wallman. Und sein Finish ist der South of Heaven, der Farmer's Chokeslam, der Tombstone Piledriver Version 3. Das ist der Captain's Piledriver und der Super Chokeslam Style, das ist der Captain of Pain. Coole Namen auf jeden Fall. Seine Hintergrundgeschichte sieht folgendermaßen aus. Captain Farmer Joe wurde 1979 an der Küste von Costa Rica geboren. Sein Vater und Großvater waren damals gesuchte Piraten. Er wurde mitten in einer Schlacht zwischen zwei Piratenbanden geboren. Tragischerweise wurden seine Eltern wenige Minuten nach der Geburt hingerichtet. Sein Großvater rettete ihn und er nahm ihn in seine Crew auf. Seitdem segelten sie Tag und Nacht durch die Weltmeere und erlebten gemeinsam viele schöne, spannende, aber auch traurige Momente. Eines Tages auf einer Schlacht verpasste Captain Farmer Joe einem Matrosen einen Chokeslam über die Reling und dem Admiral der Rotröcke einen Tombstone Piledriver, um ihnen das Genick zu brechen. Als Captain Farmer Joes Großvater starb, beschloss er, das Leben hinter sich zu lassen und als Joseph Joe Wallman Kuhfarmer zu werden. Da er schon in seiner Piratenzeit auf Kuhfarmen geholfen hat, wusste er, was er in diesem Bereich tun muss. Als er eines Abends den Fernseher einschaltete, stieß er auf Wrestling und erkannte die Moves, die er auf dem Schiff gezeigt hat, wieder und dachte sich, genau das muss ich ausprobieren. So ging er am Wochenende an eine Wrestling-Schule und trainierte jeden Tag 6 Stunden dort, bis das WWE Performance Center auf ihn aufmerksam wurde. Nun will Captain Farmer Joe allen bei NXT zeigen, was er zu bieten hat und sich irgendwann mal mit dem Titel Gold belohnen. Das hat er getan. Coole Story, also jetzt auch an alle, die sich immer so über seinen Namen lustig gemacht haben. Jetzt versteht mal auch, warum er der Farmer ist. Finde ich sehr nice, die Story. Gefällt mir. Dankeschön dafür. So, jetzt müssen wir gerade mal das Match quasi direkt restarten. Ach, den Ghost haben wir doch gesehen. Moment. Erstmal die Controller-Zuweisung hier raus. So. Und dann das Match neu starten. So, jetzt geht's ab. Aber den Ghost hatten wir doch. Moment, ich bin gerade echt irritiert. Wir gehen ja natürlich jetzt auch wieder ein bisschen auf die Bilanzen ein. Bei NXT. Genau, den Ghost haben wir auch in dem Television Championship Match gesehen. Ansonsten Bilanzen. 4 Siege, 6 Niederlagen, 12 Punkte, 40% Siegquote für den Ghost. Und beim Captain Farmer Joe 7 Siege, 2 Niederlagen, 21 Punkte, 77,78% Siegquote. Da liegen
auf jeden Fall noch Welten zwischen den beiden. Zumal Captain Farmer Joe NXT Champion und der Ghost Television Champion. Schöner Headbutt hier, wie sich da fallen lassen hat. Wie geht's euch allen so? Hashtag Evo hat heute gegrillt. Ne? Eben gut Bratwurst gegessen. Und schönen Krautsalat. Wie ist mir das Wetter so bei euch? Also bei uns ist echt wechselhaft. Wir hatten vorhin Regen, Sonne, Regen und jetzt kommt wieder die Sonne raus. Also im Prinzip, wenn jetzt hier der Himmel ist und hier der Himmel ist, müsst ihr euch so vorstellen, hier in dem Bereich, da sind die Wolken komplett grau, ungefähr bis hierhin. Da sind sie dann auch grau und hier wird es dann blauer Himmel. Ganz kurios heute wieder. Mit einem Flip kommt er zurück, der Captain Farmer Joe. Und verpasst ihm hier den Chokeslam. Das war's. Das Match ist vorbei. 1, 2, 3. Und wieder dieser Headbutt. Das Match gefühlt jetzt schon besser als alles, was wir beim Pay-Per-View gestern gesehen haben. Headbutt City. Wenn ich jetzt der Ghost wäre, ich würde jetzt die Kette, die er da trägt, der Captain, einfach zuziehen. Direkt Match gewonnen. So, jetzt hat er anscheinend den Rage aktiviert. Kick gegen das Bein. Das ist clever. Gegen einen Riesen immer das Bein attackieren. Ja, aber das geht schief. Ich glaube, das war nämlich sein Finisher. Und da ist der Chokeslam. Und der nächste Headbutt. Was ist denn mit ihm los mit den Headbutts? Kommen die denn auf einmal her? Und der Cody Cutter von Ghost. Der Ghost Cutter. Der Ghosty Cutter. Wir wollten das Ganze verniedlichen. This match grinded him down a little, and that definitely made solid impact. You want to control the tempo, you want to dictate the pace. That right there is how you do it. Sit up, powerbomb. Going up top. Here we go. Und da kommt er mit einer Closer nach draußen angesprungen und trifft ihn auch. Und da setzt er mal hier auf jeden Fall wieder ein Ausrufezeichen, dass er im Match noch drin ist. Entweder wieder vernünftige Matchqualität hier, nicht in den Stipulation-Matches, die wir gesehen haben. Damit können wir arbeiten. Uranagi. Und da soll der Finisher kommen vom Gespenst. Sister Abigail. Woo! Was? Was? Nein! Was zur Hölle? Oh mein Gott! Wo kommt der denn her? Captain Farmer Joe verliert gegen den Ghost nach dem Uranagi. Oh mein Gott. What the fuck? Was? Ey, wirklich, das... Das ist auf jeden Fall mal eine Überraschung jetzt, würde ich sagen. Ach du Scheiße.
Glückwunsch an den Ghost auf jeden Fall, aber wer zur Hölle? Jetzt Real Talk, wer hätte gedacht, dass da jetzt fertig ist? Der hat doch gefühlt gar nichts eingesteckt, was jetzt so krass war. Das war's, das letzte Vorrundenmatch. Da bin ich ja mal gespannt auf Evo Space, was so der Captain Farmer Joe, nachdem er seine Crew so angezählt hat und so, was er jetzt zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Auf jeden Fall, ja Leute, das war das letzte Vorrundenmatch hier beim King of the Ring Turnier. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und schreibt was in die Kommentare, zum Beispiel sowas wie den Hashtag Evo hat heute gegrillt und ist komplett vollgefressen, weil die Bratwurst einfach zu lecker war und er nicht damit aufhören konnte und auch noch Currywurstsoße auf die Bratwurst gemacht hat und dazu Krautsalat hatte. Oh, wer den Hashtag hinbekommt, ne? Ja, auf jeden Fall, heute gibt es da noch im Laufe des Tages die Auslosung. Ich kann euch keine Uhrzeit sagen, ich weiß es wirklich noch nicht, weil das ist jetzt die 12-Uhr-Folge. Eigentlich war die Auslosung für jetzt geplant. Guckt einfach rein, es sollte eigentlich für euch dann nicht zu übersehen sein, auch wenn ihr auf dem Discord-Server seid oder hier meinen Kanal abonniert habt und das per Push-Benachrichtigung auf euer Handy zugestellt wird. Okay, also, ich bin dann jetzt raus, bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit, fürs Reinschalten. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Und ich meine, so Schocker-Momente wie das ist doch wieder ganz geil eigentlich, auch wenn es für den Farmer jetzt natürlich sehr, sehr schade ist. Also, aber für Ghost natürlich eine coole Sache. Das King of the Ring Turnier geht dann in Kürze weiter. In diesem Sinne, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Video und ciao.